alle die, die bei Olympia noch nicht so weit waren, nutzen hier ihre Chancen. Oder die, die schon so weit waren, bestätigen das auch in der Halle. Gerade die Hochspringer sind es ja gewohnt, mit ihren kleinen Meetings wie in Eberstadt oder mit Hochsprungmusik, Hochspringen in den Hallen nah am Publikum zu arbeiten, den Sport auszuführen. Jetzt haben sie die Bühne für sich. 9.500 Zuschauer schauen Stefan Holm zu bei 2,40. Ja! Und packt da 2,40 Meter Stefan Holm! Seit 14 Jahren hat es keinen solchen Sprung mehr gegeben. Holm, der Kleine, ist der Größte. Sensationell, das sagt auch Rybakov, das sagt auch Rybakov. Stefan Holm springt saubere 2,40, ohne dass irgendwas wackelt. Der Junge ist Gold wert. Er hat genau das richtige Trikot, ein goldfarbenes Trikot, ein gelbes goldfarbenes schwedisches Trikot. Stefan Holm, ich schätze das noch höher ein als diese 94 von Easy Meyer, liebe Zuschauer. Eine 2,40 hier zu zeigen, darauf hat die Leichtathletikwelt fast zwei Jahrzehnte gewartet. Sensationell. Für mich der eigentliche Höhepunkt, jetzt der eigentliche Höhepunkt. Und für ganz große Leistungen sorgten hier die Schweden mit Susanna Kalur über 60 Meter Hürden. Und das ist noch höher zu stellen, diese Höhe von Stefan Holm, diese 2 Meter und 40. Jetzt rechnen wir mal aus, Stefanie, machst du das für mich? Du bist, glaube ich, da besser. Er ist 1,81 groß und springt jetzt 2,40 hoch. 59 Zentimeter über seine Höhe. Ich gucke. Genau. Bis jetzt waren es 56 Zentimeter. Da stimmt das schon alles, denn bis jetzt hatte er 2,37 an Höhe. Es ist sensationell. Er ist auch ein Wettkampftyp, so ein Pokerface, der sowas braucht, um solche Leistungen auch abrufen zu können.